Irina Mikitenko, hier in Berlin, schon ganz oft hier in Berlin. Was bedeutet dir 2019, diese Zahlen? Ach, das bleibt für mich immer in Erinnerung. Das ist ja deutscher Rekord, das ist Zeit, wovon viele Marathonläuferinnen träumen. Wahrscheinlich, es passiert nur einmal im Leben, aber ja gut, jetzt sind es neue Ziele und neue Motivation. Wie stolz macht dich diese Zeit und wie stolz würde ich es jetzt auch noch machen, diesen Masters-Weltrekord zu erreichen? Also das ist schon eine Geschichte. Klar bin ich stolz, dass ich unter 2:20 gelaufen bin, aber jeder Marathon ist anders und ich konzentriere mich jetzt auf morgen und neue Ziele, Master-Weltrekord. Wenn ich den schaffen sollte, freue ich mich genauso riesig. Jetzt sehen wir dich etwas seltener bei Wettkämpfen. Ist es deswegen, weil wenn man im etwas höherem Alter doch ein bisschen mehr aufpassen muss und genauer sehen muss, wo man läuft und dass die Vorbereitung gezielter sein muss? Ja gut, ich bin schon seit 25 Jahren im Profibereich sozusagen. Das fühle ich und merke ich. Die Regenerationszeit brauche ich ein bisschen länger und deswegen lieber mache ich 2 gute Marathon als 3 halb so gute Wettkämpfe. Jetzt gibt es einen Unterschied zwischen dem Training heute und vor 10 Jahren. Worauf musst du ein bisschen mehr achten? Auf jeden Fall. Schnelligkeit geht, ob ich das möchte oder nicht. So schnell bin ich jetzt nicht. Mit Ausdauer kann ich nicht klagen. Es läuft wunderbar. Aber wie gesagt, zum Schnelligkeit kommt nicht mehr. Jetzt bist du zurückgekehrt oder jetzt seid ihr zum Ende der Karriere nochmal nach Frankfurt, zur LG Eintracht Frankfurt, auch mit deinem Mann. War das so ein bisschen so schön nochmal in den letzten Jahren bei Frankfurt? Ja, da ist die Perspektive, dass ich nach dem Sportkarriere als Trainerin arbeiten kann. Das ist ja ein großer Verein und ich muss auch über Zukunft schon nachdenken. Ist denn, wenn wir über die Zukunft sprechen, EM 2014 ein Thema oder eher nicht? Also wie gesagt, ich sage immer, jetzt in meinem Alter muss man von Marathon zu Marathon. Ich kann jetzt nicht planen, was ich als Nächste mache. Wahrscheinlich, wenn ich morgen im Ziel bin, sage ich, okay, mein nächster Marathon, aber ein Jahr, was ich in einem Jahr, wo ich bin, kann ich jetzt nicht sagen. Dann hoffen wir mal auf einen wieder schönen Mikitenko-Moment hier in Berlin. Viel Erfolg. Dankeschön. Ja.